Ja, erstmal eine kurze Entschuldigung. Ich habe in letzter Zeit irgendwie keine Lust, nach Konzept zu arbeiten und mir auch irgendwas auszudenken. Ich habe irgendwie mit dem Sport und Ernährung und gewissen Dingen, denen ich mich noch geistig beschäftige, momentan relativ viel zu tun. Und das ist auch für mich ziemlich wichtig, diese Sachen. Es könnte sein, dass ich das dann mit den Videos, besonders mit den Träumen, nicht so nach Konzept weiterverfolge. Auf jeden Fall möchte ich dennoch ein paar weitere Träume erzählen. Ich hatte vor, ja, die ich vor ein paar Tagen hatte, beziehungsweise diese paar Träume, die sind alle von diesem Tag. Da hatte ich 2 Stunden zwischendurch geschlafen und hatte dann, ich weiß nicht, ob es 7 Träume waren, ob manche, also ob das 7 in sich abgeschlossene Träume waren oder ob es da Übergänge gab, an die ich mich nicht mehr erinnere. Bei einigen gab es die nicht, das weiß ich noch, bei einem oder zwei bin ich mir aber nicht sicher. Ich fange einfach mal an. Also es sind teilweise wieder relativ verstörende Träume, also jetzt nichts Extremes oder so. Und auch relativ seltsam. Ich fange einfach mal an. Und zwar steht hier, in irgendeiner Kapsel bin ich eingeschlossen. Es waren irgendwie 3 Hunde da. Okay, da erinnere ich mich jetzt wiederum nicht mehr dran, aber ich habe es so aufgeschrieben. Es dauerte Monate bis Jahre. Dieses eingeschlossen sein. Meine Mutter war auch noch irgendwie da und einer dieser Hunde war unser eigener. Ich wurde verrückt, weil man auf engstem Raum jahrelang nur eingesperrt war und habe dann sogar irgendwie vergessen, dass der Hund unser eigener geliebter Hund ist und habe ihn schlecht behandelt, weil ich wurde einfach wirklich verrückt, bis meine Mutter mich daran erinnerte, dass es unser Hund ist und hatte dann so richtig übel ein schlechtes Gewissen. Das fand ich schon ziemlich traurig. Dann entpuppte sich die Kapsel als ein einziger Raum auf einem Schiff und draußen war noch eine Fläche mit ca. 20 sehr alten 90-jährigen Omas. Sie sangen irgendein Lied, eigentlich waren es 3 verschiedene Töne eines mittellangen Fantasiewortes oder Fantasielautes. Also es waren nur 3 verschiedene Töne, also ziemlich simpel. Ich sang nicht mit, mein Unterbewusstsein sozusagen mag kein Singen. Und obwohl, wenn ich halt im bewussten Zustand bin, dann ist das nicht so dramatisch. Nicht mehr. Und wurde böse angemacht und in die Runde gezerrt. Das deutlich so, dass ja, besonders ältere Menschen ziemlich viel Wert auf Traditionen legen und das war halt so eine Tradition da, dieses Singen und da muss ausnahmslos jeder mitmachen. Wurde dann von diesen alten Damen in die Runde gezerrt. Wo bin ich hier gewesen? Ich musste mitsingen, in Klammern. Also an den Traditionen teilhaben und ich hasse ja Traditionen, besonders welche, die für mich keinen direkten Sinn ergeben und nur dazu da sind, dass Leute sich irgendwo dran festhalten können, was eigentlich eine Illusion ist. Also ich verurteile das natürlich nicht generell, aber ich für mich selber mag das einfach nicht. Will ich jetzt auch nicht länger drüber reden, sonst ist auch das Video wieder so lange. Als ich nicht wollte, waren sie dabei, mich ins Meer zu schubsen. Sie waren erstaunlich fit und stark fürs Alter. Und ja, in meinem Unterbewusstsein sind sowieso alle Menschen irgendwie stärker und fitter, wobei das sowas von überhaupt nicht stimmt. Das hat dann auch was mit der Kindheit zu tun. Und ich sang dann nur mit, weil ich halt nicht sterben wollte, nicht ertrinken wollte. Was ich auch auf Anhieb dann konnte. Und gar nicht mal schnell, ich glaube, es sollte schlecht heißen. Was ich auch anhieb konnte und gar nicht mal schlecht, in Klammern, in Notsituationen kann ich Ungeahntes freisetzen.
Ja, das ist dann die Deutung davon. Das ist auch in der Realität so, dass ich oft bei Dingen denke, dass ich die nicht könnte. Wenn es dann aber wirklich dazu kommt, also entweder wenn ich mich dazu überwinden kann oder wenn es aus der Not heraus passiert, dann kann ich Dinge, die ich vorher nicht mal zu träumen gewagt habe. Also es ist auch so eine typische Charaktereigenschaft von mir, dass ich in Notsituationen erst so richtig anfangen kann. Dann habe ich hier noch geschrieben, es war aber wieder traumatisch, ja. Als dann nochmal mehrere Wochen vergingen, ohne dass was passierte und die alten Frauen mich psychisch fertig gemacht haben und mich hassten, mich immer wieder ins Meer stürzen wollten, habe ich nun angefangen, sie ins Meer zu stürzen. Halt aus der Not heraus. Ich wusste natürlich schon die ganze Zeit, dass ich das auch selber könnte, aber ich wollte halt diese Kräfte nicht aktivieren und das so ja dazu gehen. Es ist eigentlich genauso auch wie in der Realität. Ich lass mich eigentlich eher lieber von Menschen irgendwie ja nicht herumschubsen, aber solange es mich selber nicht wirklich traumatisiert oder nicht so schlimm ist, dann lasse ich halt Dinge mit mir geschehen, weil ich einfach, ja, weil ich mich schlecht fühlen würde, wenn ich erst anfange, dagegen anzukämpfen, weil dann sind die Menschen nach meinen Erfahrungen, ja, ziemlich, die wünschen sich danach auf jeden Fall, das nicht getan zu haben, mit mir rumgefickt zu haben. Ich bekam nur die Hälfte zu fassen, mit dem Rest lieferte ich mir einen Kampf. Einige zerrten an mir, andere begrapschten mich gleichzeitig. Und da hatte ich noch keinen Bock mehr auf den Traum, deswegen kam dann auch der nächste. Das habe ich öfter so, irgendwie. Dass ich dann irgendwann die Schnauze voll habe einfach. Aber erstmal so ein paar Jahre eingeschlossen sein und verrückt werden, so hat sich das halt angefühlt. Nächster Traum, wie erstmal ein Stichpunkt, Vater Déjà-vu. Es kam die Szene vor, oder es kam besser beschrieben eine Szene vor, und in dieser Szene stand ich, beziehungsweise standen neben mir drei Leute an einem Kofferraum eines großen schwarzen Geländewagens, ein Land Rover oder sowas, und mein Vater klappte den Kofferraum auf, schnappte nur so auf. Es fielen 20 Euro heraus, also ein 20-Euro-Schein. Und es wurde irgendwas an eines. Es wurde irgendwas an einen. Ah, ich kann keine Grammatik. Es wurde irgendwas an einen der Männer übergeben. Ja, ich hoffe, das ist richtig. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Einer war circa 2,30 m groß, breit gebaut, sehr große Hände und sehr kräftig. Er war irgendwie mein Onkel, obwohl er äußerlich und charakterlich gar nicht zu meinem Onkel passte. Also dieser Typ, der war sehr, also relativ impulsiv und ziemlich freundlich auch, aber auch grob. Also ein bisschen, das ist eigentlich genau das Gegenteil von meinem Onkel. Mein Onkel ist eigentlich ziemlich zurückhaltend, nicht so groß, ziemlich schlank. Er packte mich einfach und fing an zu tanzen. Traute mich bei dieser Gestalt nicht dazu Nein zu sagen. Also ich habe öfters in Träumen, dass ich mich, wie in dem letzten Traum auch, dass ich mich anderen Leuten einfach unterlegen fühle. Nicht auch der letzte Grund, warum ich Krafttraining angefangen habe vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ich habe es immer mal wieder angefangen. Er hatte seine flache Hand so auf meine Nase gepresst, gehörte irgendwie zum Tanz. Ach so, es gehörte irgendwie zum Tanz, den ich nicht richtig kannte, sondern nur mal gehört hatte. Auf jeden Fall, dieses So macht da keinen Sinn. Er hatte einfach nur seine Handfläche auf meine Nase gepresst, sodass es weh tat. Also, in echt gibt es den Tanz nicht. Auch typisch. Hätte ich besser ausgeschrieben. Jetzt muss ich wieder selber nachdenken. Was ich damit meinte, also ich weiß, was ich damit meinte, aber ich das jetzt in Worte ausdrücke. Ja, es ist halt typisch, dass halt so Fantasie-Sachen im Traum sind, sag ich es mal allgemein. Vor
Ja, und dass diese Sachen dann auch eigentlich relativ kreativ sind, was mich überrascht, weil ich im Alltag so eher keine Kreativität auslebe. Ich habe es, glaube ich, in meinem Traum sogar eine Sprache erfunden und konnte mich dann damit unterhalten mit anderen Leuten. Das war auch cool. Vor dem Tanzen klemmte sich mein Vater seine Hand entweder an der Kofferraumklappe oder einen Metallkoffer irgendwie ein, wo ich schon totales Mitleid empfunden hatte. Also es hat sich halt wie immer im Traum extrem real angefühlt. Das ist halt nicht schön. Diese Szene wiederholte sich dann und ich berichtete den Personen, was gleich passieren wird und war zum Glück, was? Und war unglücklich zu berichten, dass mein Vater sich gleich die Hand einklemmen würde, was dann auch passierte. Beziehungsweise, ich habe hier geschrieben, und es passierte alles so tatsächlich wieder. Nur das Tanzen war erst bei dem Déjà-vu ausgebrochen. Also nicht beim ersten, zweiten und nicht beim ersten Mal. Weil ich vorher ja nicht gesagt habe, dass ich daraus ausgebrochen bin. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder verstehen, was ich geschrieben habe. Ne, oder bin ich verrutscht? Ah, ich bin verrutscht in der Zeile. Und es passierte alles tatsächlich so wieder. Nur das Tanzen war erst beim vierten Wiederholen der Szene. Ja, ich bin da schon verrutscht. Also beim ersten, zweiten und dritten Mal nicht, erst beim vierten Wiederholen, also insgesamt beim fünften Mal. Ich sagte den Leuten dann noch stolz, ha, aber ich bin aus dem Déjà-vu ausgebrochen, weil ich vorher ja nicht gesagt habe, dass ich daraus ausgebrochen bin. Genau, beim ersten Mal habe ich das halt nicht gesagt und dann ist das ja kein komplettes Déjà-vu, weil ich das beim zweiten Mal dann gesagt habe. Allerdings nahm ich das, und da war ich mir dann halt auch sicher, dass ich das beim ersten Mal nicht gesagt habe. Das wäre ja auch sinnlos, eigentlich fand ich das ziemlich schlau, das zu sagen, ich bin aus dem Déjà-vu ausgebrochen, weil ich eben sage, dass ich daraus ausgebrochen bin, weil das kann ich ja beim ersten Mal nicht sagen, weil ich beim ersten Mal noch nicht weiß, dass ich ein Déjà-vu habe. Allerdings nahm ich das Ganze als sehr verstörend wahr, weil ich immer wieder in die gleiche Szene gespuckt wurde, ohne Einflussnahme. Es ging auch alles immer viel zu schnell. Zu ener Ach ja, genau, nächster Traum. Zu energiegeladen und dünn durch die Ernährung dachte ich, ich falle bald auseinander und aß dann 3 bis 4 Paranüsse. Das ist einfach die Angst bei meiner aktuellen Ernährungsweise. Jetzt Bananen-Dattel-Smoothie, dass ich dann dadurch irgendwann zu dünn werde, weil ich halt auch kein Fett mehr esse und auch wenig Protein. Also Muskelaktivität kann ich genauso leisten, fast noch besser leisten, aber eigentlich eher nur bezogen auf die Wiederholung, obwohl nein, eigentlich auch auf die Maximalkraft, weil ich mehr Kohlenhydrate und damit Energie habe. Und Muskelmasse nehme ich auch momentan nicht ab, weil ich weiterhin Krafttraining mache. Aber dass ich vom Fettanteil her eher zu dünn werde. Und das ist dann halt im Traum passiert. Habe mich dann auch so gefühlt, dass ich dann bald einfach krepiere. Sonst esse ich außer Kartoffeln, Reis, Obst und Gemüse nichts. Also vielleicht 20 Gramm Fett, ja. Und im Traum kam die Angst eben hervor, dass das zu wenig sei und ich ungesund dürr war. Zwar noch meine Muskulatur, aber Körperfett bei ca. 2%, was schon am Rande des Todes ist. Nahm ich als sehr unangenehm wahr, fühlte mich kurz vom absoluten Kreislaufzusammenbruch und damit quasi tot. Fand schrecklich, dass das da so plötzlich passierte, oder zumindest, dass ich Vorwarnung alle ignoriert habe, weil alles immer so extrem schnell geht. Aber das Gefühl habe ich in der Realität auch, dass ich überhaupt nicht mehr nachkomme und alles bewusst und ich erlebe, zu analysieren und kann man auch gar nicht und überhaupt wahrzunehmen. Aber ich versuche halt natürlich so bewusst wie möglich alles wahrzunehmen. Das ist halt die Sache. Das spiegelt sich dann auch in den Träumen, dass alles immer so verdammt schnell geht. Und auch halt diese Angst dann widerspiegelt, dass
dass das so schnell geht, dass ich das nicht so kontrollieren kann. Wie beim letzten Traum auch schon. Und beim ersten Traum eigentlich auch, da sind Jahre vergangen. Monate bis Jahre und hab da halt noch nicht mal. Ja, kam auch nicht zum Stillstand, das ging auch alles trotzdem viel zu schnell und hab überhaupt nicht gecheckt, was da passiert. Genau. Das passierte so plötzlich und ich hatte alle Vorwarnungen ignoriert, weil ich das Ding unbedingt durchziehen wollte und an seinen absoluten Wahrheitswert glaubte. Also ich glaube auch an den absoluten Wahrheitswert, an diese Form von Ernährungsweise. Weil ich das auch kurzfristig merke, aber natürlich sollte man nie immer absolut verbissen auf eine Sache hinarbeiten und absolut durchziehen, egal was passiert. Das war dann halt so ein Zeichen im Traum, dass ich das nicht machen sollte. Auch wenn ich extrem davon überzeugt bin, wenn etwas nicht stimmt, dann muss ich einfach sagen, jetzt muss was ändern. Es kann halt auch sein, dass irgendwelche Sachen falsch sind oder auf mich persönlich nicht zutreffen, was ich jetzt bei der Sache speziell aber nicht glaube. Aber zum Beispiel auch mit Sport, wenn ich da irgendwelche Idealvorstellungen habe und dann aber merke, dass mein Körper das auf Dauer nicht schafft, dann muss ich ja auch die Größe sozusagen besitzen, damit dann, oder halt einfach ein bisschen runterzuschrauben. Den Mut besitzen einfach. Genau, weil ich an den absoluten Wahrheitswert glaubte, was ich in echt auch nah so tue, aber dann eben diese Angst habe, mich nur zu verrennen. Was meinte ich das? Meinte ich damit jetzt, wenn ich nicht an absolute Wahrheitswert glaube, also mich nicht an eine Sache ausrichten kann, komplett, dass ich mich dann nur verrenne, weil ich dann immer so springe die ganze Zeit, ich weiß es nicht mehr. Nächste Szene. Ganz am Anfang war ich irgendwie bei meinen Großeltern mit meiner Mutter und mir wurden auch ständig nur Anweisungen zum Ausführen gegeben. Und da war dann diese große Angst, wenn ich sie nicht ausführe, gölte ich als faul und wertlos und würde weggeschickt werden. Und naja, momentan bin ich wieder von meinen Eltern abhängig. Ja, in der Realität habe ich diese Angst auch, wenn ich dann halt irgendwelche Arbeit nicht erledige, weil ich mich einfach nicht irgendwie, weil ich einfach manchmal das nicht schaffe, vom Energielevel her, besonders vom geistigen, dass ich dann halt einfach rausgeschmissen werde. Aber im Traum war es halt 10-mal extremer. Das war einfach wieder so, dass ich mich gegen Autoritäten sozusagen nicht wehren konnte. Das war auch früher bei meinen Großeltern so. Also durch meinen Opa. Naja, das ist dann doch zu viel gehört. Geschafft. Genau, letzte Traum. Das war ein, ich weiß auch nicht, ob es einen Übergang gab. Aber hier habe ich geschrieben, geschafft. Ich habe einen schönen Traum. Also geschafft, einen schönen Traum zu generieren. Ich hatte dann wirklich die Schnauze voll, dass die ganzen Träume so also scheiße waren und teilweise wieder traumatisierend. Da habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt hast du aber auch eine Belohnung verdient. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen Selbstzerstörung ist, im Unterbewusstsein immer das möglichst Schlechte. So träume ich mir letztens auch geträumt, wie jemand gestorben ist. Ich glaube einfach, dass durch mein eigenes Wirken. Ich glaube einfach, dass das so ein bisschen Selbstzerstörung irgendwie ist von meinem Unterbewusstsein. Und weil das lässt mich, ich komme zu der Annahme, weil ich dann wirklich bei diesem letzten Traum gedacht habe, ja, jetzt hast du, ja, jetzt kannst du wieder, Moment, sonst kommt hier gleich. Nein, stiller. Verdammt. Ja, Ton aus. Von ICQ. Wollte ich sagen, genau, ich kam zu dieser Annahme oder komme zu dieser Annahme, scheiße schon gleich 20 Minuten, weil bei diesem Traum war es so, nicht ablenken lassen jetzt, dass ich wirklich gedacht hatte, ja, jetzt habe ich mich genug malträtiert, jetzt habe ich genug trainiert sozusagen, diese Sachen wieder auszuhalten und dadurch irgendwie stärker zu werden, dass ich mir jetzt eine Belohnung verdient habe.
Ja, und da bin ich nicht sicher, ob das überhaupt so sinnvoll ist, dass mein Unterbewusstes das macht, ob ich nicht auch irgendwie mich verbessern kann und stärker werden kann, ohne dass ich mich malträtiere. Also im Sport bin ich der Meinung, geht das nicht ohne, ab einem gewissen Leistungslevel, aber geistig, ich weiß es nicht. Also ich hatte auch Phasen, wo ich, also in der Phase, wo ich am stärksten war, da hatte ich eigentlich immer schöne Träume, sage ich mal so. Da habe ich mich aber auch im Sport extrem malträtiert. Aber da kann ich es dann wenigstens bewusst steuern, bewusst wahrnehmen. Deswegen ist es auch so mein Weg, in diese Richtung zu gehen. Um mich bei vollem Bewusstsein zu malträtieren und dann nicht so unkontrolliert und ausgeliefert sein und so eine Scheiße. Okay, der Traum hatte mit nackten Frauen zu tun. Kommt halt mal vor. Drei an der Zahl. Es gab keinen Akt, aber sagen wir mal, ich hatte eine aktive Rolle. In dem Moment war der Traum extrem klar. Klar, fast. Ne, ich habe hier geschrieben, so klar wie die Realität, aber ich muss sagen, fast, es kam mir sogar fast noch klarer vor als die Realität. Und es fühlte sich auch alles nahezu so an wie in der Realität. Ja, das war dann der letzte Traum. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.